wahnsinniger Glückspilz, weil alle meine Wünsche gehen immer in Erfüllung oder sind mir erfüllt worden. In meinem ganzen Leben bis jetzt so. Das ist Wahnsinn. Ich lasse mir auch den Vorwurf gefallen, dass es daran liegen mag, dass ich mitunter ein bisschen auf die Gedankenwelt meiner Mitmenschen Einfluss nehme, zu meinen Gunsten, durch meine Art sozusagen. Aber es ist nicht so, dass ich ein totaler Egoist bin. Also zum Beispiel eure Wünsche interessieren mich unheimlich. Also besonders eure geheimsten Wünsche, das interessiert alle hier. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal so ein kleines Experiment. Nee, ganz so schlimm wird es nicht. Ich würde einfach einmal alle hier im Raum bitten, mit dem Kopf zu denken und einfach mal an irgendeine Stadt zu denken, die ihr schon mal besucht habt und bei der ihr sagt, die würde ich gerne noch einmal besuchen. Irgendeine Stadt, bei der ihr meint, die war schön, die möchte ich noch einmal besuchen. Vielleicht eine Stadt, die wir alle kennen, also nicht so wie Vordertupfingen, das liegt vor Hintertupfingen. So etwas, was wir alle kennen. Eine Stadt. Okay? Und natürlich können wir jetzt nicht alle nehmen, aber ich komme jetzt einfach mal zu 3, 4 Personen und würde diese Personen bitten, diese Stadt, an die sie denken, aufzuschreiben. Wobei, hallo, guten Abend. Dein Vorname? Beate. Für dich habe ich eine besondere Aufgabe. Dich würde ich bitten, an eine Stadt zu denken, in der du noch nie warst, aber die du gerne einmal besuchen würdest. Vergiss das. Okay? Alle anderen nur an eine Stadt denken. Okay? Ich gebe dir diesen Zettel. Ich würde dich bitten, hinterher den Zettel wieder zusammenzufalten. Jeder bekommt so einen Zettel. Da ist ein Bleistift, den darfst du behalten. Ein kleines Geschenk, da steht mein Name drauf, meine Adresse und so weiter. Du kannst mich also gerne mal besuchen. Im Internet wäre mir lieber. Haben Sie eine Stadt im Kopf, die Sie gerne noch mal besuchen würden? Sie auch nicht? Sie haben eine? Ja. Und tun Sie mir einen Gefallen und schreiben Sie vielleicht so, dass man Ihre Handschrift nicht gleich erkennt. Sie können also gerne Ihre Handschriften verstellen. Besonders krakelig schreiben, aber man muss es noch lesen können. Hallo? Vielleicht hier drüben, hallo? Eine Stadt, die Sie schon einmal besucht haben. Und hallo. Man glaubt immer, wenn man hinten sitzt, sei man besonders sicher. Kein Vorname? Sine? Sina. Eine Stadt, die du schon besucht hast. Okay. Und dann den Zettel wieder zusammenfalten. Behalte die Stifte. Guck auch nicht, Zettel wieder zusammenfalten. Und jetzt komme ich einfach mal zu euch. Dein Vorname? Heiko. Darf ich du sagen? Ja. Ist zu spät, nicht? Hallo Heiko. Heiko, das ist ein kleiner Umschlag. Der ist selbstklebend, das kann man hier oben abziehen. Steck deinen Zettel rein und dann ziehst du die Folie ab und klebst ihn zu. Okay? Wo haben wir noch jemanden? Hallo? Ja. Wer schreibt noch? Wer schreibt noch? Okay, hier vorne, hier hinten. Da, okay. Darf ich dich nach deinem Vornamen fragen? Monika. Monika. Monika, du kannst diese Folie abziehen und dann steckst du deinen Zettel rein. Dein Vornamen? Sina. Sina, sagtest du eben schon, nicht? Okay. Sina, erst reinstecken, dann abziehen, selbstklebend. Okay? Okay. Das haben wir. Und hier vorne, das wird man gar nicht vergessen. Dein Vorname ist immer noch Beate? Okay, Beate. Zusammengefallen, das stimmt. Ich gebe dir das auch, das ist selbstklebend. Darf ich dir das auf den Schoß legen? Dann würde ich dich bitten, das so runterzudrücken. Du kannst zwar dann gegen das Licht den Zettel sehen, aber du hast ihn zweimal gefaltet. Ganz fest drücken. Okay. Und jetzt brauchen wir noch jemanden, der sportiv ist. Hallo? Hallo, dein Vorname? Jens. Jens, das finde ich gut. Ich habe dich jetzt besonders genommen, damit du dein Eideweiß mal aus der Hand nimmst. Das ist gar kein Eideweiß, das ist ein Android. Und ich würde dich einfach bitten, die 4 Umschläge einzusammeln und dann nach vorne zu bringen. Riesenapplaus für Jens. Genau. Monika, Heiko, Monika, Sina und Bert. Jens, bringst du die Umschläge ein bisschen durcheinander und dann legst du sie dort auf den Bar. Ich danke dir. Riesenapplaus, 50% von mir. Es ist schon interessant, was Handschriften mitunter verraten, oder?
Jens, was machst du beruflich? Ich reiß es mal hier auf. Darf ich dir das geben? Kleines Geschenk. Das auch. Oh, hier hat jemand San Francisco geschrieben. Was würdest du sagen? Frau oder Mann? Frau. San Francisco. Ist eine tolle Stadt. Ich bin sicher, da gibt es unter Umständen mehr Personen, die an San Francisco gedacht haben. War jemand von euch schon mal in San Francisco? Ja. Du meinst, es ist eine Frau? Weil er so schön geschrieben ist. Männern traust du das nicht zu? Du würdest recht haben. Es ist sehr geschwungen. Das muss immer sein, der Englisch kam, oder? Heiko, warst du in San Francisco und hast an San Francisco gedacht? Ja. Ich danke dir. Okay. Du hast auch extra deine Schrift so verstellt, dass man denkt, es sei eine Frau? Nein. Gut. Es ist wirklich unglaublich, was Handschriften eigentlich verraten, Jens, wenn man sich darauf spezialisiert. Also Graphologen können das sagen. Es gibt natürlich Menschen, die schreiben gar nicht mehr. Die sind so uninteressant, dass ich niemand dafür interessieren würde, wenn sie etwas zu verraten hätten. Gut, sind wir hier. Schon wieder. Okay. Was ist das denn, Junge? Das ist für dich, Jens. Das ist eine kleine Geschenke. Die Freundschaft. Oh, Prag. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man denken, das hat ein Mann geschrieben. Ich wollte nur deine Reaktion sehen. Die Stadt mit den goldenen Dächern. Sina, hat dir Prag gefallen? Ja. Das bist du, ja? Jetzt haben wir noch zwei. Ja, wird es etwas leichter? Jetzt. Was haben wir hier? Sassari. Sassari. Da kommen ja nur noch zwei in Frage. Entweder Beate oder Monika. Sassari. Weißt du, wo Sassari liegt? Gibt es gar nicht, ne? Das ist Fantasie, oder? Also das ist eine Monika was. Monika, bist du das, Sassari? Ja, das bist du. Das bist du, das bist du. Ist das richtig? Es ist richtig, aber die Stadt gibt es trotzdem. Verrätst du uns noch, wo das ist? Das ist eine Provinzstadt in Sardinien. Wo? In Sardinien. Ah ja, das hätte ich ja eigentlich wissen müssen. Beate, jetzt ist natürlich der ungünstigste Fall aller Fälle eingetreten. Das bist du. Ich will ganz offen sein. Ich habe mir immer gedacht, es ist besonders spektakulär, wenn man mit dem letzten Zuschauer Gedankenlesen vollzieht, was sehr schwierig ist, wenn es eine Person ist, die an eine Stadt denkt, in der sie noch nicht war. Du warst da noch nicht. Das ist schwieriger, weil du hast kein lebendiges Bild. Denn wenn du einmal da gewesen wärst, bleibt es ganz anders in deinem Gedächtnis haften. Du hast eine Emotion dazu. Ich werde es trotzdem versuchen. Würdest du bitte an deine Stadt denken? Wenn wir erstmal in die Richtung des Landes gehen, das ist interessant. Du magst es gern warm, du leidest darunter, dass es ein bisschen kühl ist. Es ist in einer wärmeren Region. Es ist nicht so weit. Ich sehe es ganz deutlich. Du bleibst in Europa und sprichst weiter Spanisch da. Sehr schön. Liebstes Meer, es ist eine Stadt am Meer, sie ist groß. Ja. Du denkst an Barcelona, ist das richtig? Okay. Ich weiß natürlich, dass jeder von euch an eine Stadt gedacht hat. Und vielleicht haben viele an Barcelona gedacht, das ist eine wunderschöne Stadt. Ich war dort öfters. Auch einmal 3 Monate mit einem Gastspiel. Und ich würde alle noch einmal bitten, an die Stadt zu denken, an die ihr anfänglich gedacht habt. Nicht Dumo,
Bernhard. Nicht du, Bernhard. Weil... Okay, und ganz intensiv. Dein Vorname? David. Stehst du einen kleinen Moment auf? David, ich habe dich jetzt nicht gebeten, den Namen einer Stadt aufzuschreiben, wie das die anderen getan haben. Ich kenne deine Handschrift nicht, aber ich gehe davon aus, du gehst noch zur Schule. Ist das richtig? Nee. Gehst du nicht mehr? Nee. Machst du schon eine Ausbildung? Nee, ich studiere. Ah, du studierst. Das ist ja wie Schule. Ja, das ist wie Schule. Er studiert, hat er gesagt. David, du denkst auch an eine Stadt, wie viele hier im Raum. Du hast ein ganz lebendiges Bild von dieser Stadt. Und in dieser Stadt warst du schon, das ist richtig. Ist es richtig, dass du mit niemandem über diese Stadt, die du jetzt im Kopf hast, gesprochen hast? Ist das dein Vater? Ja. Mit ihm auch nicht? Nein. Mit mir schon gar nicht. Du hast es auch nie aufgeschrieben, aber du hast das Bild im Kopf. Ja. Bitte denke an deine Stadt. Stell dir 2, 3 lebendige Bilder. Okay. Du hast bestimmt gedacht, wenn ich in Deutschland bleibe, kann er nicht meine Gedanken lesen. Du bist in Deutschland geblieben, das ist schön. Sieh einen Fluss, es liegt am Rhein. Eine große Stadt. Eine Landeshauptstadt, die würdest du gerne nochmal besuchen. Sie hat dir gefallen, sie hat ein tolles Nachtleben. Du denkst an Düsseldorf, ist das richtig? Ja, richtig. Danke. Okay.